Es war wirklich ein Abenteuer. Diese Expedition ins Zentrum des Arktischen Ozeans. I'm Thorsten Mauritzen. I'm 33 years old and I'm a scientist at the Max Planck Institute of Meteorology in Hamburg. Ich beschäftige mich mit den Besonderheiten des Klimawandels in der Arktis. Die scheint sich schneller zu erwärmen als andere Orte in der Welt. Auf unserer Arktis-Expedition haben wir die Wolkenbildung untersucht. An einem Tag gab es besonders wenig Partikel in der Luft. Eine Wolke entsteht aber nur dann, wenn genügend Partikel da sind, an die sich Wassertröpfchen anlagern können. Wir haben mit einer heißen Tasse Tee experimentiert. Das Verblüffende, es stieg kein Dampf aus der Tasse. Erst als wir mit dem Feuerzeug Partikel erzeugten, war Dampf zu sehen. Jetzt will ich wissen, warum sich die Arktis stärker erwärmt. Ich vermute, dass nicht die Wolken selbst, sondern der Wasserdampf, aus dem sich die Wolken bilden, eine wesentliche Rolle spielt. Das Max-Planck-Institut in Hamburg ist weltweit bekannt für Klimaforschung. Hier kommen Menschen zusammen, die miteinander Ideen austauschen und gemeinsam neue Ideen und Theorien entwickeln. Ein- oder zweimal in der Woche gehen wir gemeinsam zu dieser kleinen Currywurstbude. Manchmal sprechen wir dabei über unsere Arbeit, aber nicht immer. Als Forscher betrachten wir den Klimawandel rein wissenschaftlich. Er hat Kosmos, Wir versuchen herauszufinden, wie und warum sich das Klima verändert, aber wir bewerten unsere Forschungsergebnisse nicht. Mein Hobby ist das Segelfliegen. Das mache ich die meiste Zeit meines Lebens. Bei der Weltmeisterschaft bin ich 15. geworden. Ein guter Platz, oder? Als Wissenschaftler fühle ich mich ganz in meinem Element.